Vielen Dank an den Online-Shop Shop4Cashers, der mir die hier gezeigte Gizmo West kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki und heute zeige ich euch eine Schutzhülle, die für Besitzer eines Garmin Oregon GPS-Geräts sehr interessant sein könnte. Und zwar ist das die Gizmo West von der gleichnamigen US-amerikanischen Firma. Die Garmin Oregon-Geräte an sich sind schon sehr, sehr robust aufgebaut. Diese Dinger halten wirklich eine ganze Menge aus. Und das gilt im Speziellen auch für die aktuelle Modellreihe, also die Geräte der 600er-Serie. Da gibt es von Garmin auch ein sehr interessantes Werbevideo, wo man das Gerät wild durch die Gegend wirft und man kann sehen, was die Dinger alles aushalten. Wer sich dafür interessiert, einfach mal nach dem YouTube-Channel von Garmin schauen und dort kann man dieses Video finden. Ja, wer sich allerdings so ein hochwertiges Gerät kauft, um damit draußen zu navigieren, der möchte es vielleicht auch ganz speziell geschützt wissen. Und genau hier kommt jetzt eben diese Gizmo West ins Spiel. Meine Aussagen in diesem Video zur Gizmo West beziehen sich ausschließlich auf dieses Modell, nämlich die Gizmo West für die aktuelle 600er Serie, also die 600er und die 650er Oregons. Es gibt die Gizmo West nämlich noch für andere Geräte und für andere Modelle. Ich weiß jedoch nicht, ob die dann genau gleich aufgebaut sind, denn die Geräte unterscheiden sich natürlich immer wieder. Und dementsprechend kann ich zu anderen Gizmo Wests der Firma keine Aussage treffen. Als ich die ersten Bilder der Gizmo West im Internet gesehen habe, da hatte ich eher gemischte Gefühle. Denn auf den Bildern im Internet sieht das einfach nur aus wie ein dicker Block Bauschaum. Als ich die Gizmo West dann aber zum ersten Mal in der Hand hatte, da waren diese gemischten Gefühle sofort verflogen, denn mit Bauschaum hat das Ganze nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Was man hier geliefert bekommt, das ist eine wirklich durchdachte, tolle, hochwertig verarbeitete Schutzhülle für mein geliebtes Oregon 650. Und in diesem Bereich, da gibt es gar nicht viel auf dem Markt, denn die meisten Hüllen, die man bekommt, das sind einfache Transporthüllen, die rundherum geschlossen sind, wo man das Gerät aber nicht bedienen kann. Die Gizmo West für die Oregon 600er Serie wiegt insgesamt gerade mal 70 Gramm und fällt dementsprechend gewichtsmäßig gar nicht in der Hand auf. Das Außenmaterial ist ein leicht gummiartiger, dunkler Kunststoff mit sehr rauer Oberfläche, der die Hülle extrem griffig macht und das auch mit nassen Händen. Je nachdem, wo und wobei man sein Oregon verwendet, kann sich die Anschaffung schon allein deshalb lohnen. Mit Bauschaum ist das Ganze nun überhaupt nicht zu vergleichen. Und ich kann mir allein vom Gefühl in der Hand her sehr gut vorstellen, dass das Material Stöße sehr gut absorbieren kann. Auf der Vorderseite natürlich die große Aussparung für die Touchscreen-Bedienung. Auf der Rückseite fällt sofort der große Gürtelclip auf. Mit ihm kann man sein Oregon nicht nur an einen Gürtel anklippen, sondern auch an Rucksackgurte oder ähnliches. Das gefällt mir übrigens ganz besonders gut. Dann gibt es hier oben noch eine Öffnung für die Kameramodelle und hier unten eine weitere Öffnung für den Anschluss des USB-Kabels. Man müsste das Gerät also nicht einmal aus der Hülle herausholen, um zum Beispiel den PC anzuschließen. Des Weiteren wird noch ein langes Lanyard mitgeliefert, in meinem Fall hier in einem leuchtenden Orange. Und für mich ist dieses Lanyard auch lang genug, um es mir auch über den Kopf zu ziehen. Und ganz hinten ist noch ein Kunststoffkarabiner angebracht. Es dient aber nicht nur als Schlaufe, sondern gleichzeitig auch als Verriegelung für die Schutzhülle. Ich kann hier unten nämlich diese Klemme öffnen und verschieben und damit die Gizmo West öffnen. Und hier erkennt man jetzt auch, wie das Oregon in die Gizmo West hineinkommt. Wir haben ein Muschelprinzip hier. Ich klappe die Hülle mal auf und dann werfen wir als erstes direkt mal einen Blick auf die Innenseite, denn hier erkennt man die hochwertige Verarbeitung der Gizmo West. Es handelt sich nämlich nicht nur um eine gespritzte Gummikunststoffmasse, sondern hier innen erkennt man ein feines Gewebe, worauf die äußere gummiartige Schicht aufgetragen ist. Und ganz egal, wo ich schaue, es sieht an jeder Ecke hochwertig verarbeitet aus. Also der erste Blick von außen oder gerade von Fotos mag total täuschen, aber bei der Gizmo West handelt es sich definitiv um ein sehr hochwertiges Produkt. Und hier stecke ich mein Garmin Oregon gerne rein. Dann lege ich meinen 650er mal rein. Und auch hier kann ich euch einen Aha-Effekt garantieren. Eine solche Passgenauigkeit erlebt man selten. Das Garmin Oregon passt hier hinein, wie sagt man so schön, wie angegossen. Das ist richtig, richtig gut. Dann zuklappen, indem ich am Lanyard ziehe. Dann die Klemme wieder direkt bis an die Gizmo West schieben.
Und zur Sicherheit kann man hier sogar noch eine zweite Klemme vorschieben. Ja, dann zeige ich euch die Hülle mit Gerät nochmal von allen Seiten. Hier Kamera und Blitz oder Taschenlampe. Hier der USB-Anschluss. Und die Möglichkeit, das Touchscreen zu bedienen. Ja, wie gesagt, wiegt die Gizmo-West 70 Gramm. Das Oregon wird jetzt also nicht besonders schwerer oder so. Allerdings wird es ein bisschen klobiger, logisch. Ich persönlich finde aber, es geht. Also ich kann es sehr gut greifen. Personen mit sehr, sehr kleinen Händen, die könnte das vielleicht ein klein bisschen was stören. Insgesamt muss ich aber jetzt schon sagen, wenn man das so in der Hand hat, so ein bisschen fühlt und so, man hat schon ein sehr sicheres Gefühl, also dass das Garmin Oregon recht sicher eingepackt ist. Was mir besonders gut gefällt, mit der Gizmo West hat nun auch mein Oregon 650 wieder so einen abstehenden Displayrand hier. Manch einer wird sich fragen, wieso das denn? Was findest du gut daran? Ganz einfach, bei meinem Vormodell, dem Oregon 450, besaß das Gerät an sich so einen Rand. Und das hatte den Vorteil, dass man damit automatisch das Display besser geschützt hat, wenn das Gerät mal irgendwie Bodenkontakt mit der Frontseite hatte. Ich habe meinen Oregon zum Beispiel gerne vorne am Rucksack baumeln und wenn ich den mal abnehme, dann achte ich häufig nicht auf das GPS. Und da kann es natürlich mal sein, dass es mit der Frontseite Bodenkontakt hat und so habe ich mir auch schon so ein paar kleine Kratzer eingefangen. Mit so einem wulstigen Rand hier besteht diese Gefahr nicht mehr, denn das Gerät liegt dann nicht direkt auf dem Display, sondern auf dem Rand selber und in diesem Fall gewinnt man ungefähr 8 mm. Bei der neuen 600er Serie von Garmin wurde der Rand absichtlich weggelassen, denn diese Geräte haben ja die neuen modernen kapazitiven Displays, auf denen man auch mit verschiedenen Gesten arbeiten kann. Die Bedienung dieses Displays in der Gizmo West ist aber kaum eingeschränkt und man stößt höchstens beim Größerziehen halt ganz leicht an die Ränder. Es funktioniert aber alles problemlos und daher kann man hier nicht wirklich von einer Einschränkung sprechen. Meine allergrößte Befürchtung war, dass ich die Bedienknöpfe des Oregon nicht mehr richtig verwenden kann, wenn ich das Gerät in eine solch dicke Hülle stecke. Aber auch diese Befürchtung hat sich in Luft aufgelöst. Hier seitlich hat man extra zwei Vertiefungen angebracht, damit man spüren und sehen kann, wo sich die Bedienknöpfe genau befinden. Und damit kann man das Oregon sehr gut bedienen, sowohl das Ein-Ausschalten als auch die Mehrfachbelegung der Knöpfe, was mir sehr, sehr wichtig ist, da ich damit doch sehr viel arbeite. Ja, die Gizmo West ist wirklich eine tolle Heavy-Duty-Schutzhülle. Die Garmin Oregons an sich, wie gesagt, sind ja schon sehr robust, aber mit der Gizmo West werden sie eben noch mal ein Stück mehr robuster, schön griffig und man hat einfach ein gutes, geschütztes Gefühl für sein hochwertiges Gerät. Ich denke, für den normalen Spaziergänger eher nicht so geeignet, aber für den GPSler mit etwas höheren Anforderungen mit anspruchsvolleren Trips, da kann diese Schutzhülle sicherlich ein guter Begleiter sein. Die Schutzhülle, wie ich sie euch gezeigt habe, für dieses Modell kostet etwa 25 Euro und zu beziehen ist sie beim deutschen Anbieter unter www.shopforcachers.de. Ich wünsche euch ganz viel Spaß draußen in der Natur beim Navigieren. Macht's gut! Vielen Dank an den Online-Shop Shop for Cachers, der mir die hier gezeigte Gizmo West kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.